Ich möchte jetzt ganz herzlich Katja Diehl begrüßen, die vielen von euch vielleicht eher unter She Drives Mobility oder Klavitta kennen. Katja, was hat es eigentlich mit deinem Twitter-Namen auf sich? Also es ist auf jeden Fall kein Bezug zum Ku Klux Klan, wie immer wieder nachgefragt wird. Es ist natürlich als Kind der 70er der Klavitta-Bus. Das war eine Kinderserie in den 70ern und wenn ihr euch bei YouTube mal den Trailer anguckt, dann ist es der beste Bus der Welt, weil er nimmt alle mit, Katzen, Hunde, Kinder, Erwachsene, SeniorInnen. Und das war, als ich vor 11 Jahren mit etwas weniger Reichweite nach einem guten Händel gesucht habe, einfach das Bild, was ich so vor Augen hatte, weil es eine fröhliche Mobilität ist, weil alle da irgendwie einsteigen können, weil es barrierefrei ist und inklusiv. Und deswegen stehe ich da auch noch heute zu. Viele haben mir gesagt, ich soll das ändern, weil es halt gerade, wenn Englischsprachige das sehen, doch ein bisschen für Abschreckung sorgt. Aber ich stehe dazu. Klar, Klavitta muss. Alles klar, ja. Wir haben uns dran gewöhnt. Katja, du bist Zukunftsaktivistin mit dem Fokus Mobilität und du berätst die österreichische Verkehrsministerin zu zukunftsorientierter Mobilität. Ich verkneife mir jetzt mal die Frage, warum der deutsche Verkehrsminister diesbezüglich keinen Expertenrat einholt von dir oder jemand anders qualifiziert ist. Wir freuen uns jetzt auf deine Keynote Stronger Together, Autokorrektur braucht Radentscheide, gerade jetzt. Katja Diehl. Dankeschön. Ich sehe übrigens so verknittert aus, weil ich in der vierten Woche meiner Covid, jetzt muss ich hier irgendwie, warte mal, Covid-Erkrankung bin und ja immer noch nicht so richtig dran gewöhnt bin, früh aufzustehen. Irgendwie muss ich hier, also ich kann jetzt nicht, ich kann nur nicht jetzt auswählen, Fabian, das ist ja irgendwie komisch, oder? Erlauben kann ich es nicht. Muss ich in einen anderen Browser gehen? Ich bin im Firefox. Du bist noch gemutet. Tatsache. du kannst jetzt nicht über Share und Share Screen und dann dein Bildschirm halt, hab, genau, ich habe es halt angewählt, aber ich kann es nicht auswählen. Soll ich euch sonst eben schnell spontan meine Sache schicken und ihr klickt euch durch? Oder wie machen wir es am besten? Aber kannst du also es gibt ja die Möglichkeit, Anwendungen freizugeben oder den ganzen Bildschirm. Probier mal, die Anwendung freizugeben. Vielleicht geht das. Das hat gestern mal funktioniert bei jemandem. Ah. Auf jeden Fall ein anderes Feld. Can't access your stream. Nee. Bleibt so. Na, dann kannst du es kurz an die Konrad oder an meine Adresse per Mail schicken und dann blende ich es ein. Machen wir so. Ja, Technik. Fabian. So viel zum Thema. Wir haben uns alle daran gewöhnt und das läuft ganz ohne Probleme. Ja, mein Problem ist tatsächlich, dass ich einen neuen Laptop habe und da wahrscheinlich die ganzen tollen Dinge, die ich da installiert habe, noch nicht drauf sind. Deswegen, also der Fehler sitzt hier eindeutig vorm Bildschirm. Ihr könnt es ja mal weiter versuchen und in der Zeit schaue ich mal gerade in den Stream, wen wir da alles haben. Und zwar haben wir Simon aus Tübingen. Hallo, guten Morgen. Dirk ist auch schon da, der hält gleich auch einen Workshop. Larissa kommt aus Heidelberg, Annegret vom Radentscheid aus Essen. Dann haben wir den Radentscheid Koblenz, das ist Charlotte vom Radentscheid aus Koblenz. Auch sie freut sich sehr über die Konrad 21. Raunhild von Changing Cities aus Berlin ist auch dabei. Robert aus Freiburg, übrigens aus unserem Orga-Team. Fabian genauso aus dem Orga-Team, kennt ihr schon. Dann haben wir Madeleine vom Radentscheid aus Schwerin, ein sehr, sehr frischer Radentscheid, der gerade Unterschriften abgegeben hat. Herzlichen Glückwunsch, Madeleine. Dann haben wir Jens Holzapfel, ich weiß gar nicht, woher du kommst. Ich habe es noch nicht gesehen. Julian kommt auf jeden Fall auch aus Freiburg. Dann haben wir Thomas aus Erfurt, Michael aus Mönchengladbach. Oh, wir haben hier jemanden vom ADFC. Herzlich willkommen, Amelie. Das freut uns ja sehr. Der ADFC ist auch mit einem Vortrag vertreten und wir haben uns total gefreut, dass ihr das so groß mit uns, die Konrad, zusammen angekündigt habt. Das ist auf jeden Fall ein starker Schulterschluss, wenn wir jetzt den ADFC und die Radentscheide hier haben. Dann haben wir Karin vom Radentscheid aus Nürnberg,
Martin. Wir haben jetzt auch die Präsentation, glaube ich. Okay, dann schaut das nochmal in ganz Deutschland. Also, hier ist danke für die charmante Überbrückung, aber jetzt waren wir dann doch 10.10 Uhr, jetzt sind wir wieder im Zeitplan, jetzt können wir dann wirklich mit der Präsentation weitermachen. Katja, du sagst einfach Bescheid. Ich mache Dalli-Klick sozusagen, genau. Also erstmal finde ich es total schön, hier zu sein, weil ich ja manchmal auch, ich weiß nicht, wer mich kennt bei Twitter, aber manchmal habe ich es auch nicht so leicht mit meinen Ideen, die ich so habe. Und ja, dass ich heute hier spreche, ist ja auch ein Zeichen dafür, dass Verkehrswende und auch Radentscheide immer politisch sind. Ich will da jetzt gar nicht näher drauf eingehen, aber das ist halt etwas, was ich euch auch mitgeben wollen würde. Lasst euch nicht beeindrucken, wenn bestimmte Dinge euch entgegengebracht werden. Ihr seid radikal, ihr seid, keine Ahnung was, zu deutlich mit euren Dingen. Zu deutlich ist die Ungerechtigkeit, die gerade besteht. Ich versuche halt immer den Perspektivwechsel und die Leute einzuladen und überhaupt mal zu merken, in was für einem Status quo wir eigentlich gerade stecken und wollen wir den behalten oder verändern, denn wir haben ihn ja hergeführt. Die Bilder, die ihr hier seht, der Herr, der sie macht, ist eigentlich Art Director beim FC St. Pauli. Er macht aber in seiner Freizeit solche Dinge als Videoanimation und auch als Bild, die uns zum Träumen einladen. Und ich glaube, Radentscheide sind eine ganz tolle, ein ganz tolles Mittel zu zeigen, dass wir möglichst groß träumen sollten, um 80-60% von dem zu bekommen, was wir eigentlich haben wollen. Und wenn du mal auf die nächste Folie gehst, das sind ganz prominente Orte auch in Hamburg, die er da umgestaltet hat. Mittlerweile macht er das auch international, auch für Wien. Das sind halt Dinge, wo er zeigt, Dan, guck doch mal, wie so Landungsbrücken, wie das gerade aussieht, wie trostlos das auch ist. Oder auch bestimmte Straßen in Hamburg, wie grau sie sind, da überall zugeparkt. Das sind ja alles Probleme, die wir kennen, wenn wir mit dem Rad zu Fuß oder auch mit dem Kinderwagen oder Rollator unterwegs sind. Wir sind eigentlich immer diejenigen, die sich unterwerfen müssen und schauen müssen, wo wir denn so bleiben. Und diese Autokorrektur, die ich als Hashtag auch bei Twitter immer benutze, heißt jetzt nicht, dass ich das Auto hasse. Auch das muss ich immer wieder sagen. Das Auto ist ein total tolles Ding, aber wir benutzen es falsch. Es steht halt die meiste Zeit rum, vor allen Dingen auch im Weg. Und meistens, also bei mir in einem Spüttel, gibt es mittlerweile sogar einen Bereich, wo in dritter Reihe geparkt wird. Und das ist eine Selbstverständlichkeit. Da brauchen wir euch ganz dringend, weil ihr, wie Marie gerade schon gesagt hat, ihr seid in ganz Deutschland verteilt. Und ich finde es vor allen Dingen auch fantastisch, was ihr hier gerade macht. Ihr vernetzt euch. Denn Verkehrswende ist manchmal auch so ein bisschen schwierig, genau wenn man eher links ist. Wir zerfetzen uns lieber gegenseitig und jeder weiß vom anderen besser, was zu tun ist, als dass wir eine Bank bilden. Und da ist die Autoindustrie sehr viel besser. Nächste Folie. Wir wissen, dass es so nicht weitergeht. Das ist sogar älter als ich. 1972 hat der Club of Rome die Grenzen des Wachstums beschrieben. Und da ist Radverkehr natürlich etwas, was sehr viel effizienter ist als Autoverkehr, ne? Also es ist zum einen sehr feministisch und sehr inklusiv. Wer Radfahren kann körperlich, hat da ein Verkehrsmittel, was sehr günstig ist, was er auch selbst oder sie reparieren kann. Also es ist natürlich etwas, was selbstermächtigend ist. Da gibt es ja auch ganz tolle Projekte, die zum Beispiel geflüchtete Personen überhaupt erstmal aufs Rad bringen, dass sie eine eigene Mobilität haben, weil im Vergleich zu Fuß gehen erweitert sich natürlich die Mobilität von Menschen, wenn sie ein Rad benutzen können. Und wenn man dann auf die nächste Folie mal schaut, was bisher so geschah, da habe ich so ein paar Dinge zusammengestellt, die mich immer wieder entsetzen, was von Seiten Autoindustrie auch so reinkommt. Ne? Also die Verkehrsminister lasse ich mal einfach so unkommentiert stehen. In der Mitte seht ihr das Organigramm des Verkehrsministeriums. Da ist natürlich alles feinst säuberlich getrennt. Also es wird überhaupt nicht angeregt, Mobilität zu denken, sondern es wird angeregt, Binnenschifffahrt zu denken, Schienenverkehr, Schienengüterverkehr, Autoverkehr. Alles getrennt mit getrennten Budgets. Natürlich klappt das nicht. Und Radentscheide, das sind meiner Meinung nach Momente, wo Menschen sich die Hand reichen, die sie vorher vielleicht noch gar nicht gekannt haben, die vielleicht auch gar nicht voneinander wussten, dass sie an derselben Sache arbeiten. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Es ist total barrierefrei, was wir hier heute machen. Also auch wir beim VCD haben eine Akademie gemacht online, wo 25% mehr Menschen als normalerweise offline teilgenommen haben. Das zeigt natürlich, man muss sich nicht um Kinderbetreuung kümmern und Ähnliches. Aber ich war total schnell unterzuckert, weil ich mich mit Leuten nicht mehr treffen konnte. Und das ist natürlich heute eine gute Gelegenheit, dass ihr euch gegenseitig wieder aufpowert, weil wir brauchen euch auf jeden Fall. Es ist Bundestagswahl, es sind andere Wahlen und da müssen Dinge wie Radentscheide auf jeden Fall stattfinden.
Und da müssen wir weg, das ist hier der Herr Altmaier, wie er den Fridays for Future begegnet, von dieser Attitüde der Politik. Also wir müssen denen auch zeigen, dass wir viele sind, dass wir zwar nicht die Milliarden der Autoindustrie haben, dass wir aber sehr viele Stimmen haben, die Milliarden wert sind, um die Zukunft zu gestalten. Nächste Folie bitte. Und ich glaube tatsächlich, dass wenn wir daran arbeiten, dann nehmen wir auch wahr, es sind ja alle gerade genervt. Also in der Stadt fährt auch keiner gerne Auto. Es sind doch alle gerade genervt, wie voll vor allen Dingen auch Städte sind. Und ich glaube auch weiterhin dran, dass die Verkehrswende von der Stadt ausgehen muss. Sie ist aber überversorgt. Wir müssen die mal kämmen und die Sachen rauskämmen, die sich da so verknäuelt haben und so ein bisschen sortieren. Da wird auch schnell immer gesagt, Frau Diehl, nicht jeder kann Radfahren. Das stimmt. Nicht jeder kann Radfahren, aber jeder sollte Radfahren können, wenn er es denn will oder sie. Weil ich glaube, ich kenne allein in meinem Bekanntenkreis, und das wird in der Fahrradbubble auch immer so ein bisschen belächelt, Menschen, die sich einfach nicht mehr trauen, in Berlin oder Hamburg Rad zu fahren. Die fühlen sich unsicher. Die haben es vielleicht auch jahrelang nicht mehr gemacht. Und das Schlimmste, was passieren kann, dass solche Menschen Eltern werden und ihren Kindern das auch nicht mehr beibringen. Es gibt sehr viele Kinder, die nicht mehr schwimmen können oder Radfahren, weil Eltern das nicht mehr weitergeben, so wie es bei mir noch selbstverständlich war. Und ich glaube, aus dieser Unzufriedenheit, die sehr negativ belegt ist, kann man eine große Freude der Gestaltung generieren. Nächste Folie bitte. Und ich glaube tatsächlich, das Problem, was wir alle haben, und das merke ich auch an mir selber, ist immer wieder die Dinge in Frage zu stellen. Also Leute, die mir bei Twitter folgen, sagen, seitdem ich dir so folge und zuhöre, bin ich total gestresst, wenn ich aus dem Haus gehe, weil da sind ja wirklich überall Autos. Die habe ich vorher gar nicht wahrgenommen. Warum sind die da überhaupt? Warum darf das überhaupt? Und Katja, es nervt ein bisschen, aber irgendwie hast du auch recht. Da müssen wir mal hinter die Kulissen gucken. Viele nehmen Autos als sowas wahr wie ein Stadtmobiliar oder wie Bäume, die man gepflanzt hat. Das ist natürlich nicht so. In Hamburg führen wir jetzt einen Anwohnerparkausweis ein, der kostet 25 Euro im Jahr. Also ich würde mal behaupten, die Gebühren, die entstehen oder die Kosten, um diesen auszustellen, werden noch nicht mal gedeckt durch diese 25 Euro. Meine Wohnung würde, wenn man das so umrechnet, 9 Euro im Monat kosten, mal so als Vergleich. Und das sind Sachen, wo ich Menschen an die Hand geben will. Hinterfragt das doch mal, seid ein bisschen unbequem, stellt mal Fragen. Und ich war super wütend, als in der Pandemie natürlich die Autokrise, die es meiner Meinung nach auch gar nicht gibt, zumindest nicht durch Corona, wieder dafür gesorgt hat, dass ja, das habt ihr vielleicht schon wieder verdrängt, aber es war ja wirklich eine Abwrackprämie wieder im Raum, also Verbrennerprämie, dass auch wieder Verbrenner eine Förderung erfahren. Und da habe ich eine Frage gestellt, die nur einen Tag gelaufen ist, die unglaublich Reichweite erhalten hat und wo ich gemerkt habe, die Leute kommen auch manchmal gar nicht so auf die Idee, das zu hinterfragen, warum werden eigentlich nur Autos gefördert? Und wie ihr an dem Ergebnis seht, die meisten haben sogar gesagt, ach, wenn ich jetzt mal ein Jahr die Bahncard 100 ausprobieren dürfte, das würde ich mal machen. Das ist ja relativ teuer, wo ich auch mal sage, also im Vergleich zum Auto stimmt nicht, aber egal. Aber sie würden sich eingeladen fühlen, das mal auszuprobieren und vielleicht tatsächlich auch die Mobilität mal zu verändern. Was ich aber auch gemerkt habe, viele kannten die Bahncard 100 als Begriff, wussten aber auch gar nicht, dass man damit ja auch ÖPNV nutzen kann und eigentlich so eine Flatrate durch Deutschland hat. Also auch da gibt es Kommunikationsprobleme. Und ich glaube, da seid ihr in Sachen Fahrrad halt total nah dran, mit den Leuten zu kommunizieren und zu sagen, ja, im Moment ist es scheiße, aber wir wollen es ja verändern. Und wie toll wäre es denn, wenn wir alle Fahrrad fahren, die wir auf Fahrrad fahren wollen. Nächste Folie bitte. Ich glaube auch tatsächlich, dass ihr diejenigen seid, die so ein gewisser Katalysator seid, weil ihr eben nicht auf Bundesebene nur arbeitet, sondern ihr seid vor Ort. Die Leute kennen euch vielleicht sogar da, wo ihr tätig seid. Sie vertrauen euch auch, sie können euch ansprechen, sie können euch Fragen stellen. Weil Rad in Scheide ist für mich auch so toll, weil es halt sehr nahbar ist. Ihr findet statt dort, wo ihr auch wohnt. Ihr kümmert euch um eure Viertel, ihr kümmert euch um eure Städte und Regionen. Und das ist was ganz anderes, als wenn ich jetzt vom VCD-Bundesvorstand irgendwo spreche. Also ich glaube, diese Nahbarkeit, die ihr habt, ist ein ganz tolles Fund, mit dem ihr wuchern könnt. Und da passieren halt auch Dinge der Magie, dass es auf einmal einen Herrn Scheuer gibt, der sich als Radverkehrsminister bezeichnet. Es entstehen Pop-up-Bike-Lanes und die Kidicke Mars, die ja letztes Jahr Gott sei Dank stattfinden konnte im Sommer, wo ich selber auch mitgefahren bin in Köln.
und das sind halt Momente, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich brauche nur daran denken, dann habe ich schon wieder eine Gänsehaut, weil das ist meine Vision. Also da mitzufahren, diese 3 Stunden, das hat mich so aufgeladen. Da waren kleine Kinder, die musste man fast operativ von ihren Laufrädern entfernen, weil die es so genossen haben, einfach mal fahren zu können. Die waren am Rande der Erschöpfung und haben sich dagegen gewehrt, in das Lastenrad der Eltern einzusteigen, weil sie gemerkt haben, so könnte mein Leben sein als Kind, dass ich einfach geradeaus fahre und nicht immer nur bis zur nächsten Ecke. Ich in einem Spüttel auf meinem, ich habe mir meine Hängematte dann irgendwann aufgebaut im Sommer und immer dieses Geschrei von Eltern, pass auf, nur bis da vorne, halt dann an. Das ist ja einfach so eine Art von Akaido, wo man immer denkt, warum eigentlich? Ich wohne in einem Wohnviertel, aber eigentlich ist es ein Autopark. Und da passieren ja ganz viele Dinge, die natürlich, das ist richtig, dass die Eltern so agieren, aber ist es auch richtig, dass wir es auch in Zukunft so behalten wollen oder wollen wir Kinder ermächtigen, ihre eigene Mobilität zu finden? Und ich sage immer, wer unbedingt Auto fahren will, der soll das bitte tun. An den richte ich mich auch nicht, aber ich weiß einfach aus Kontakten und Gesprächen, die ich so habe, viele wollen das eigentlich gar nicht. Sie brauchen aber Hilfe, dass es halt reflektiert wird, will ich Auto fahren oder muss ich Auto fahren, weil ich keine anderen Alternativen habe. Und da stoßt ihr unglaublich viel an, dass das überhaupt mal hinterfragt wird, hinterdacht wird. Und da möchte ich euch ermutigen, bitte, bitte dran zu bleiben, obwohl Corona gerade so viel schwierig macht. Aber ich glaube, dieser ganze Bereich der Verkehrswende braucht einzelne Menschen, die sich dann in Gruppen zusammentun, um das Ganze zu verändern. Nächste Folie, bitte. Das ist nämlich das Traurige, was aktuell der Stand der Dinge ist. Da hat jemand mal Kinder gefragt, wie ist eigentlich dein Schulweg? Ihr ahnt, welches Kind zu Fuß und mit dem Rad kommt und welches mit dem Auto. Rechts ist mein Blick vom Balkon. Die sogenannte Ameise, Kinder, die zu zweit nebeneinander gehen in der Kita, die bei mir gegenüber ist, da brüllt dann die Erzieherin vorne, macht jetzt bitte die Ameise. Das heißt, sie gehen alleine in einer Gruppe, die so wie so eine kleine Ameise sich dann durch diese enge Situation schlängelt. Die nette Dame, Seniorin, parkt sozusagen ein, damit die aneinander vorbeigehen können. Also bei mir ist zum Beispiel Physical Distancing in Eimsbüttel ist unmöglich, weil wir so enge Gehwege mittlerweile haben. Das kommt natürlich auch durch die immer größeren Autos. Und solche Bilder versuche ich immer in die Köpfe zu bringen, ob das gut ist, was wir da sehen, oder ob wir es verändern wollen. Weil meiner Meinung nach ist das, was die Kinder da lernen, genau das Falsche. Sie müssen sich einschränken und sie haben nicht so eine Kindheit, wie ich sie hatte, einfach mal irgendwie spielen zu können. Ich bin hier gerade im Emsland bei meinen Eltern. Hier siehst du keine Kinder, die auf der Straße spielen. Die sind alle in ihren Gärten. Und das sind halt Dinge, wo ich so denke, warum ziehe ich denn dann aufs Land, wenn ich da genau die gleichen Dinge vorfinde wie in der Stadt? Nächste Folie, bitte. Das nur noch mal als Erinnerung, wie der Times Square mal war. Ich habe ihn noch so erlebt wie links, als ich noch keine Flugscham hatte. Und das sind die Orte, die ich schaffen will. Das sind Orte der Entschleunigung, das sind Orte, wo der Platz wieder ein Platz ist für Menschen, wo man einfach auch sich hinsetzt und flaniert. Und ich brauche auf jeden Fall eine entschleunigte Stadt. Und dazu gehört auch, dass das Auto nicht mehr mit 50 km/h möglichst überall durchfahren kann, sondern dass es dem Auto ein bisschen schwerer gemacht wird, weil in der Stadt hat ein Auto eigentlich auf meiner Vision irgendwann nichts mehr zu suchen, zumindest nicht im privaten Besitz, vielleicht als Carsharing und ähnliches. Und ich denke, wenn man Leute in New York fragen würde, wollt ihr den Times Square so, wie er mal war, zurück, dann würden alle mit Nein antworten. Nächste Folie. Und ihr seid 42. Ich habe nochmal nachgeguckt. Ist natürlich eine magische Nummer. Per Anhalter durch die Galaxis. Ne? Und da habe ich nochmal, the answer is life, the universe, everything. Und in der Mitte ist die 42 mit euren Radentscheiden, die 42. Ich fand das irgendwie eine ganz schöne Korrelation, weil es ja irgendwie auch so darum geht, ne? das Leben an sich, das Universum, also sich da auch wiederzufinden, sich da zu verankern und der Teil der Macht zu sein, der an dem Guten arbeitet. Nächste Folie. Und das ist halt echt, hättet ihr das gedacht, dass es irgendwann diese Schlagzeile gibt? Fahrräder werden zum knappen Gut. Ich habe mal so ein paar Gedanken mitgebracht, was passiert ist durch euch. Ne? Natürlich war der erste Radentscheid in Berlin so ein bisschen der Stein, der ins Wasser gefallen ist und jetzt die Kreise zieht. Aber ihr dürft echt stolz sein auf das, was ihr geschaffen habt. Es gibt ein Mobilitätsgesetz in Berlin. Es gibt mittlerweile unzählige Fördermöglichkeiten. Es geht nicht mehr darum, nach Geld zu betteln, sondern es sind halt Töpfe entstanden. Und ich glaube, das kommt auch ganz viel durch die Radentscheide. Der Mensch, der dem Deutschen Städtetag vorsteht,
hat gesagt, er will die Städte vom Auto befreien. Das war vor Jahren noch undenkbar. Und ich glaube, diesen Schub, der natürlich auch durch Corona kam, na klar, den sollten wir aufrechterhalten, weil wir sind so viele und wir werden immer mehr. Und da ist eure Arbeit super, super wichtig. Und damit bin ich durch. Vielen Dank. Vielen Dank an Katja. Ich nehme die letzte Folie auch mal noch kurz runter und hole Marie noch wieder auf die Bühne. Dann sind wir hier wieder zu dritt. Ja, spannend. Vielen Dank für den Input. Ist ja der Autokorrektur-Slogan ist ja dann schon auch immer, hat eben das Auto schon mit dem Namen sozusagen. Von dem her war da natürlich auch was mit dabei. Aber wir sind ja natürlich hier, um auch zu vernetzen. Ne? Und ich glaube, wenn wir gerade aus den Städten, von denen wir ja auch größtenteils kommen, da sehen wir einfach, dass die Fläche der entscheidende Punkt ist. Also jetzt gibt es mittlerweile Geld, aber man kann halt Radwege auch nicht in die Luft bauen. Man braucht halt irgendwo einen Ort, wo man sie auch hinbauen kann. Und vielleicht, um den Vernetzungsgedanken aufzunehmen, also wenn in Hamburg jetzt 25 Euro eingeführt werden sollen, in Freiburg hat der Gemeinderat ist gerade dabei zu entscheiden, 360 Euro pro Jahr für Anwohnerparken zu verlangen. Und der Arbeitskreis der Grünen Mobilität hat gerade einen Vorschlag entwickelt, der sozusagen die Maße des Autos, die Außenmaße und das Gewicht als Berechnungsgrundlage bietet. Und das führt dann dazu, dass so ein kleiner Renault Twizy oder sowas, der halt wenig Platz braucht, irgendwie unter 100 Euro im Jahr kostet, aber so ein richtig dicker VW T5 Bus oder ein dicker SUV sind dann so über 900 Euro mit dabei. Und dann sieht man mal so ein bisschen, okay, wir brauchen Platz, es braucht eine Flächengerechtigkeit und wenn auf einmal weniger Autos auf der Straße stehen, dann können wir auch Radwege bauen und vielleicht sogar noch Platz für die Fußgänger freiräumen. Das wäre natürlich auch großartig, die wollen wir nicht vergessen. Wenn wir erstmal vielleicht vielen Dank von meiner Seite an dich für den Input und dann übergebe ich nochmal kurz an Marie, die noch einen kleinen Ausblick gibt. Genau, ganz herzlichen Dank, liebe Katja. Ich musste laut loslachen, als du die Kinder bei der Critical Mass beschrieben hast, die man im Anschluss fast operativ von ihren Laufrädern entfernen musste. Das Zitat bleibt auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Bild.